Musik verbindet Menschen. Das dachten sich auch das Kulturzentrum Kreuz und das Aktionsbündnis Fulda stellt sich quer und haben kurzerhand ein Willkommenskonzert für Flüchtlinge auf die Beine gestellt. Basse Kukuyate und seine Band Ngoni Baba Power brachten am Mittwoch einen Hauch afrikanischen Flairs nach Fulda. Flüchtlingen wurde der Eintritt geschenkt. Nach einer Begrüßung in 7 verschiedenen Sprachen ging es los. Bereits lange vor Konzertbeginn war das Kreuz rappelvoll. Menschen aus aller Herren Länder versammelten sich und feierten zur Musik. . 2007 kürte die BBC Basse Kukuyate zum Best African Artist of the Year und sein Debütalbum Segu Blue zum Best World Music Album of the Year. Zusammen mit seiner Leadsängerin, seiner Frau, zeigten er und seine Band, dass auch der traditionelle Urblues aus der Region von Segu rocken kann.